Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen sehr, sehr gut. Wir werden heute mal über das Thema Originalpressung und Reissue sprechen. Liegt daran, ich bekomme im Schnitt 10 bis 15 Nachrichten über Mail, über Instagram zum Thema, welche Pressung soll ich mir kaufen? Aus welchem Land kaufe ich die am besten? Hast du an dem Lied an der Stelle auch ein Störgeräusch oder liegt das an meiner Pressung? Und so weiter und so fort. Aber der finale ausschlaggebende Punkt für mich war, dieses Video zu machen. Ich war am Wochenende bei einem Bekannten, wir haben Platte gehört und er hat mittlerweile ein kleines Soul-Regal. Das hat mich sehr erfreut. Dann habe ich eine Platte rausgezogen, guck mir die an, sage ich, super, lass uns die mal hören. Und dann hat er sich quasi bei mir dafür entschuldigt, dass es nur ein Reissue ist. Und dann dachte ich mir jetzt, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir uns dafür entschuldigen, welche Platten wir uns kaufen und dass es dann mal kein Original ist, dann müssen wir reden. Und das machen wir. Also vorab, es ist ja grundsätzlich nicht so, dass alle Platten auf einmal exorbitant im Preis explodiert sind. Das sind mal Phasen, wir haben es jetzt aktuell mit den Pablos, wir wissen, bei Jazzplatten gibt es Platten, die werden nie wieder günstiger werden, gefühlt. Und auch im Soul-Bereich gibt es Platten, die sind im Preis explodiert. Auch da Angebot, Nachfrage, wir werden sehen, wo sich das hin entwickelt, aber tendenziell nach oben. Ihr findet aber nach wie vor schöne Platten, zum Beispiel hier die Chaka Khan, ihr erstes Solo-Album. Ja, die Ecken sind abgeschrabbelt. Hinten haben wir auch noch ein Thema. Die Platte war aber in einem super Zustand. Die habe ich für 8 Euro bekommen. Könnt euch davon auch das Reissue kaufen. Ich weiß den Preis jetzt nicht genau. 20, 25 Euro. Nagelt mich nicht drauf fest. Wenn einer sagt, ich will aber nur neue Platten haben, dann ist das Original eh dann schwierig. Aber da kriegt man für kleines Geld noch eine schöne Platte. Also grundsätzlich nicht alle Platten explodieren im Preis. So. Jetzt haben wir Reissue zu Original. Ich tue mich schwer mit der Aussage, alle Reissues klingen schlechter als das Original. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgenommen und ich kann es halt, wie anfänglich gesagt, auch nur aus meiner Wahrnehmung sehen. So, und wenn ihr in dieses Thema reinkommt, wir hatten es gerade und ihr sagt, hier, ich will nicht viel dafür ausgeben, ich muss gucken, ob mir das gefällt. Was ist denn schlimm an einer Reissue? Und wenn man dann irgendwann feststellt, Mensch, diese eine Platte, diese eine Soul-Platte, die berührt mich so sehr, das fände ich so toll, wenn ich da mal ein Original kriegen würde, dann kann man sich da immer noch auf die Suche begeben. Aber direkt anzufangen mit rareren Soul-Platten, ohne zu wissen, ob man das überhaupt mag, ob man sich länger damit auseinandersetzt, wenn euer Geldbeutel, euer Budget das alles hergibt, kein Thema, jeder so wie er will. Ich würde es anfänglich so nicht empfehlen. So, diejenigen, die meine Videos kennen, die werden auch diese Platte kennen. Barbara Harwood, On the Rise. Ich habe nach dieser Platte, hier haben wir das Original, 20 Jahre gesucht. Es war für mich auch ein emotionaler Rollercoaster, das kann ich euch sagen. Und als ich sie dann in Las Vegas abgeholt hatte und endlich in Händen hielt, hatte ich auch Tränen in den Augen. Das war, ja, war überwältigend für mich an der Stelle. Habe ich mir jetzt das Original gekauft, weil das so unfassbar viel besser klingt als das Reissue? Nein, das hat mich nicht die Bohne interessiert. Es ging mir darum, aufgrund der großen Emotionalität, die ich zu dem Album habe, weil ich es seit Jahren höre. Ganz früher habe ich es noch auf Tonband gehabt, zwei Stücke, bis ich dann herausgefunden habe, wer es war und so weiter. Ich verschone euch mit den Details. Aber ich habe es seit Jahren gehört und für mich war das einfach emotional total toll, das als Original zu haben. Und ich hatte sie dann auch nicht in Händen, bin hier gelandet und bin sofort zu meinem Plattenspieler gesprungen und habe jetzt mal den Soundvergleich gemacht. Das habe ich irgendwann später gemacht und das Ergebnis war, dass das Reissue besser klingt als das Original. So, in dem Fall ist das auch für mich völlig nachvollziehbar. Das Studio, in dem die Platte aufgenommen hat, war nicht state of the art. Das Presswerk war ein Private Press, die haben recyceltes Vinyl genommen, die hatten Pressfehler und, und. Deswegen war für mich von Anfang an klar, das kaufe ich mir nicht wegen des Sounds, sondern einfach wegen der emotionalen Bindung zu dem Album.
Was Coltmine gemacht hat, war, die haben einen Needle Drop genommen, weil die Bänder dazu gar nicht mehr existierten. Selbst die Familie hatte nicht mal ein Album. Die haben einen Needle Drop gemacht und die Technologien in dem Bereich sind natürlich auch massivst vorangeschritten, gerade in den letzten Jahren. Und das Reissue klingt besser wie das Original. So, und wenn jetzt einer sagt, ich finde die Platte toll, wie gesagt, ich habe 20 Jahre gesucht. Und wenn einer sagt, ich möchte es trotzdem auf Vinyl haben und ihr wollt eine gut klingende Version, holt euch für ein paar Euronen das Reissue und da habt ihr kein Thema. Es gibt sie auch noch in so einem Clear Vinyl, war damals eine Vinyl Me Please Edition, die gibt es aber auch in Pink und Schwarz und so weiter und so fort. Da habt ihr eine schöne Pressung für kleines Geld und habt damit auch wunderbar Freude. Ein anderes Beispiel. Legen wir das mal hier gerade zur Seite. Platz wird langsam ein Thema. William Stuckey. So. Das ist ein Album Ende der 70er Jahre rausgekommen. William Stuckey hat auch nur ein Album gemacht. Er war blind, aber ein hochmusikalischer Mensch. Und ich blende euch jetzt mal ein Foto ein. Das wurde gemacht, als man William Stuckey gefunden hatte, weil man das Album reissuen wollte. Und wenn ihr euch jetzt mal so die Umgebung von diesem Foto anschaut, den abgewetzten Sessel und so weiter und so fort, dann sieht man ganz deutlich, dass dieser Mensch ganz sicher nicht in Saus und Braus gelebt hat. Der wird von den 600 bis 1000 Euro, die dieses Album mittlerweile kostet, genau gar nichts gesehen haben. So, von dem Reissue, weil das wurde kurz vor seinem Tod veröffentlicht, da hat seine Familie was von. Die werden dafür bezahlt, jede Kopie, die verkauft wird. Das heißt, diesen Aspekt finde ich schon mal super. Ich hatte das Original, ich habe mir trotzdem das Reissue gekauft, A, weil ich den Sänger, die Familie unterstützen wollte und es gibt noch einen Punkt. Es gibt sogar zwei Punkte, um genau zu sein. Ja, nee, es gibt einen. Aber fangen wir erstmal damit an. Wenn man jetzt sagt, weil das wurde digital gemacht und ich habe sowohl mit dem Menschen gesprochen von Athens of the North, der das rausgebracht hat, als auch mit dem Toningenieur, der das Band ja versucht hat zu retten. Die Bänder hatte William Stuckey, und da gab es noch Multitrack-Bänder, Gott sei Dank, bei sich im Keller gelagert, über Jahrzehnte. Und die haben maximal gelitten. Don Johnson hat dann in seinem Studio versucht, irgendwas noch aus diesem Band rauszuholen. Das ist ihm auch in akribischster Kleinarbeit gelungen. Der konnte immer nur ein paar Sekunden von dem Band nehmen, es digitalisieren, musste dann wieder stoppen, das Band, den Lesekopf sauber machen und so weiter und so fort. Danach war dieses Band nicht mehr abspielbar, weil es einfach in einem Zustand war, das hat es einfach nicht mehr hergegeben. Ja, das heißt also, wenn jemand sagt, und damit möchte ich sagen, egal welches Reissue da jetzt von rauskommen wird, es wird nie eine analoge Version davon geben, weil das Band nicht mehr existent ist. Heißt also für diejenigen, die sagen, es muss aber ganz, ganz sicher all analog sein, dann habt ihr keine andere Wahl, als euch das Original zu besorgen. Ich habe es ja eben schon gesagt, das Ding kostet mittlerweile zwischen 600 und 1000 Euro, wenn man es denn findet. Also ich auf Discogs nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube 990 Leute suchen es, 66 oder 67 Leute haben es. Das wird schwierig. Dann könnte jetzt der ein oder andere sagen, und das Argument höre ich ja auch sehr oft, ja, aber mit der Version, nicht nur, dass die all analog ist, da stelle ich sogar sicher, dass die genauso klingt, wie der Künstler das wollte. Pustekuchen. William Stuckey hat damals akribisch festgelegt, wie diese Platte abgemixt werden soll. Der Sound Engineer, dem war das vollkommen egal und er hat das so gemacht, wie er das wollte. Nicht wie William Stuckey das wollte. Und das war etwas, was William Stuckey Lebzeit immer geärgert hat, dass man sich da nicht an seine Vorgaben gehalten hat. Als Athens of the North das Reissue gemacht hat, haben die seine Anweisungen in den Tapeboxen gefunden. Das heißt, die haben es nochmal genau so oder neu abgemischt, so wie er das wollte. Das heißt, mit dem Reissue habt ihr ein
eine super gut klingende Platte plus genau so, wie der Künstler das wollte. Und es ist auf der einen Seite tragisch, dass William Stuckey gestorben ist. Auf der anderen Seite konnte man ihm aber noch den Wunsch erfüllen. Kurz bevor er gestorben ist, konnte er sich das Reissue anhören und hat Tränen vergossen, weil es das endlich war, wie er es hören wollte. Und ich kann jedem auch nur mal empfehlen, hört es euch an, hört rein. Das ist zu Recht und Gott sei Dank wieder reissued worden, weil es eine unfassbar tolle Platte ist. Und sowas sollte eigentlich grundsätzlich immer verfügbar sein. Es gab sogar, glaube ich, noch zwei Bonustracks drauf. Die gab es auf der Originalplatte auch nicht. Also, ja, es ist zwar digital, es wird auch nie wieder was anderes geben, aber sie klingt halt genau so, wie der Künstler das wollte. Deswegen ist auch ein Soundvergleich hier an der Stelle für mich schwierig, weil es zwei unterschiedliche Abmischungen sind. Ich habe noch ein Beispiel für euch. Der Klassiker. MoFi, die amerikanische Anniversary Edition, 2 LP-Boxset und die Originalpressung. Ich hätte jetzt noch diverse andere Versionen hier aus dem Hut zaubern können, die ändern aber nichts an dem, was ich sagen möchte. Ein legendäres Album, müssen wir gar nicht drüber, müssen über den Inhalt des Albums, die Relevanz dieses Albums, müssen wir an der Stelle gar nicht sprechen. Wenn mich jetzt jemand fragt, von den drei Versionen, die hier stehen, welche ist für dich die bestklingendste? Dann ist das die MoFi-Version. Ist für mich persönlich die bestklingendste Version dieses Albums. So, das Ding kostet mittlerweile, ich weiß nicht, 200 Euro, 400 Euro kostet diese MoFi-Box, die ist out of print. Ist zu Recht ein Klassiker, finde ich schade, dass MoFi die nicht nochmal auflegt. Vielleicht machen sie es nochmal. Die klingt fantastisch. Für mich klingt die fantastisch. Ja, es ist leider, was heißt leider? Du hast natürlich eine Klangverbesserung an der Stelle, weil du hier 2x45 hast. Dann gibt es wieder Puristen, die sagen, ja, das zerstört aber den Flow des Albums. Bin ich in Teilen bei euch. Es ist was anderes, weil es ein Konzeptalbum ist. Aber rein bezogen auf den Klang, für mich persönlich die beste Version dieses Albums. So, und so eine Originalpressung, wenn man sie findet, und die sind meistens durchgeschrabbelt, weil man hat die auch gehört. Und das ist hier bei der nicht anders. Das Cover ist jetzt, sagen wir mal, nicht im allerbesten Zustand. Sei es drum, Platte war's. Also wenn jetzt jemand nicht die 120 Euro hat, um sich eine Originalpressung zu holen, holt euch dieses Reissue, die amerikanische Version bitte, nicht die europäische. Ich glaube, die ist jetzt auch sowieso nochmal neu rausgekommen. 2 LP-Set. Die erste Platte definitiv wurde all analog gemastert. Die zweite Platte, da gibt es halt Bonussachen drauf, eine Stripped-Down-Version, Rhythm Strings Instrumental Mix, eine Demo-Version von Symphony, nochmal andere Mono-Singles und so weiter auf der zweiten Sache. Die kostet, also ich habe sie damals für 60 Dollar gekauft. Das war aber auch eine Limited Edition. Da sind noch Bilder drin und ein bisschen Shishi. Ich wollte sie unbedingt haben, weil ich liebe dieses Album. Und ja, die Bilder und so waren eine nette Aufmachung. Über die Papier-Inner-Sleeves müssen wir an der Stelle nicht mehr diskutieren. Haben uns alle drüber geärgert, aber sei es drum. Du machst, wenn du dir so ein Reissue, also so eins holst, machst du an der Stelle überhaupt gar nichts falsch. Du musst dir dann nicht für 120 Euro das Original kaufen, wenn du es dafür kriegst, oder zwischen 200 bis 400 Euro, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was sie jetzt aktuell kostet, dann dieses MoFi-Boxset. Also ihr seid da an der Stelle auch mit dem Reissue ganz hervorragend bedient. Und ja, wenn man dann mal halt sagt, ich habe hier, ne, wie ich es anfangs schon sagte, ein super tolles Album, das hätte ich gerne als Original. Ja, dann holt's euch. Aber bitte, bitte, ihr müsst euch nicht entschuldigen, wenn ihr irgendwelche Reissues kauft. Also ich war, gelinde gesagt, entsetzt darüber, wie manche Leute das für sich empfinden, dass sie jetzt leider nur dieses Reissue haben. Ihr kauft doch die Platten für euch, für eure Sammlung, für euer persönliches Vergnügen. Da müsst ihr euch nicht rechtfertigen, dass ihr halt jetzt entweder aus Budgetgründen oder aus Verfügbarkeitsgründen oder euch für ein Reissue entschieden habt.
im Bereich Soul ist das eh so ein Thema. Ich habe da nicht so die große Auswahl bei manchen Platten, dass ich sagen kann, ja gut, dann hole ich mir stattdessen die deutsche erste oder die spanische erste, die französische erste, die italienische erste. Gab's nicht. Es gab halt nur diese eine Pressung aus diesem einen Land. So, und da bist du an der Stelle eh gekniffen, weil das die Verfügbarkeit ja auch noch mal ein bisschen runterpackt. Deswegen, klar, es gibt Genres, Led Zeppelin, ihr wisst ja alle, wo man halt sagen kann, da klingt halt die deutsche besser wie die englische oder die englische besser wie die deutsche oder die US-amerikanische klingt besser als was weiß ich. Das gibt's halt an der Stelle alles. Aber macht euch selbst ein Bild, macht's ruhig, macht's besonnen und dann fangt auch erst auch mal ganz in Ruhe mit einem Reissue an und von da aus kann man sich immer noch vorarbeiten. Und das ist nochmal kein Grund, sich für irgendwas zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Es ist euer Geld, es ist eure Sammlung und ihr, das Wichtigste ist, dass ihr alle, wir alle Spaß damit haben. Deswegen hier mal an drei Beispielen, dass, und ich hätte jetzt noch ein paar andere aus dem Schrank ziehen können, wo das Original halt eben nicht immer besser ist. Nochmal, man muss berücksichtigen, wie viele Pressungen gab es, aus welchem Land? Da muss man sich hinsetzen, die Sachen vergleichen. Aber auch das ist wieder subjektiv, ne? Wenn ich sage, für mich klingt die deutsche Pressung aber super geil, kann der Nächste sagen, nee, für mich ist die amerikanische aber besser, aus den und den Gründen. Das ist halt auch alles subjektiv. Deswegen ganz wichtig, geht raus, macht euch euer eigenes Bild. Niemand muss etwas kaufen. Schaut, wie ihr es für euch machen wollt. Und nochmal, wenn ihr sagt, es ist ein super geiles Album, es ist super selten, kostet mich aber jetzt 500 € meinetwegen. Das will ich dafür aber ausgeben, weil ich dieses Album so liebe. Ist das genauso gerechtfertigt, wie jemand sagt, es ist aber jetzt nur die Reissue. Das war mir an der Stelle ganz, ganz wichtig zu sagen. Also lasst euch bitte nicht verrückt machen. Macht euch euer eigenes Bild. Es ist nochmal eure Sammlung. Ihr sollt damit Spaß und Freude haben. Und ihr könnt immer dann für euch gucken, mache ich das, mache ich das nicht. So, ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang. 17 Minuten sind wir. Ja, also das war für mich jetzt ganz persönlich eine Message, die ich rausbringen wollte aufgrund der ganzen Konstellation an Nachrichten, die ich gekriegt habe. Habt noch eine schöne Woche, eine gute Zeit und vor allen Dingen bleibt gesund. Macht's gut.